Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Force Awakens. So, nachdem die letzten Aufnahmerunden irgendwie jedes Mal meiner Meinung nach ziemlich kacke waren. Das erste Mal war ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen unmotiviert, kommen wir vor. Und beim zweiten Mal war ich einfach todmüde, gefühlt. Hoffe ich einfach mal, dass ich jetzt das Ganze mit der Aufnahmesession heute ein bisschen wenden kann. So, ich bin jetzt motiviert. Es ist gerade mal ein bisschen Nachmittag. Und das ist das einzige Problem. Da kommen wir nur mit einem Speeder drüber. Was ich vielleicht heute habe, ist ein bisschen Hunger. Aber auch nur, weil ich nur nichts mit der gegessen habe. Aber ich habe gut gefrühstückt, von daher ist egal. So, wir bauen einen Speeder. Speeder. Oh! Express-Lieferservice. War das von Amazon Prime? BB on board. Ach, diese kleinen Schmuckstücke an Wortwitzen. Ja, hallo? BB-8? Muss der den jetzt steuern oder sitzt sich der jetzt einfach nur auf dem falschen Sitz? Ach so, okay. Halt dich fest, irgendwie. Achso, jetzt war sie in einem Netz drin oder was? Wow! Okay, wir können boosten. Okay. Das geht ab! Oh, hey, stopp! Neues Kraftfeld, Kleine. Damit halten wir Räuber und Gesindel fern. Ich würde dir zeigen, was ich mit Gesindel meine, aber ich habe keinen Spiegel dabei. Oh, wenn du glaubst, du würdest dann im Kraftfeld vorbeikommen, dann möchte ich das zu gern sehen. Du brauchst keinen Spiegel, ich sehe das so auch durch das Kraftfeld. So, ich muss da irgendwie reinkommen. Tipps? Akrobatische Charaktere wie Rey. Ja, mittlerweile habe ich kapiert, dass das Rey darstellen soll. Ach ja, Kletterstangen. Und irgendwas zum Bauen, damit ich da hochkomme? Ja, natürlich. So. Erstmal das. Achso, das ist so eine BB-8. Ich dachte, ich sehe jetzt überall, wo ich hinschaue, sehe ich jetzt so eine. Hä? Was schreit denn der jetzt rum? Da habe ich da jetzt einen Spiegel runtergelassen? Nee. Überall, wo ich jetzt hinschaue, sehe ich jetzt immer so einen Punkt, wo ich meine Stange reinstecken kann. Was ich das letzte Mal komplett übersehen habe. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Aber es war auch ein bisschen spät, von daher. Wie gesagt, müde und so. Die andere erreiche ich von hier nicht. Kannst du da raufschießen? Nee. Ah, warte mal. Ja, kannst du mal. Aufhören, jeden zu provozieren, der hier das wollte ich. Genau. So. Und den noch. Reicht das jetzt? Ah ja, jetzt sind die Kontakte verbunden. Jetzt. Da soll die KI jetzt mal ein bisschen rumschwingen. Ich mach das hier fertig. So. Und schon offen. Guck ich mal, ob jemand einen Job für mich hat. Ja, du bist nicht so gut in deinem Job. So, den können wir noch rammen. Schön. Sehr schön. So, Geschichte fortsetzen. Ach, muss da jetzt bei jedem Kapitel sowas kommen? Ist mir ein bisschen nervig. Kapitel 3. Nie mal Außenposten. Wie viele Kapitel gibt es denn da dann? 20? Und jedes Mal so ein Text? Okay. Absturz auf Jakku. Finn ist zurück auf dem Wüstenplaneten. Und da Poe verschollen ist, macht er sich allein auf die Suche nach Zivilisation. Ist sehr zusammenhängend hier alles. Einige Zeit später findet sich Rey mit BB-8 am Nima Außenposten ein, um gesammelte Schiffsteile zu verkaufen. Noch weiß sie nicht, dass BB-8 finsteren Mächten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Siedlung viel wert ist. Oh, eine Kugel Eis. Lass mal ein bisschen Müll verkaufen beim Trödler. Oh, er hat Fisch. Was du mir heute gebracht hast, entspricht dem Wert. Deine Viertelration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Druiden?
Was ist mit ihm? Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Das ist ein Geschäft. Oh. Eigentlich ist der Druide nicht zu verkaufen. Komm mit. Oh, ist das ein Schaumbolzen? Folgt der Kleinen und schnappt den Druiden. Das Riesentelefon. Hightech hier alles. Hat das irgendwie gehofft, dass der jetzt hier noch abstürzt? Hey, was? Die Jacke, der Druide sagt, du hast sie gestohlen. Wo hast du sie her? Er meint, sie gehört seinem Master. Sie gehörte Poe Dameron. Richtig? Er wurde gefangen genommen. Von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen. Aber unser Schiff wurde getroffen. Poe hat's nicht geschafft. Dann bist du also beim Widerstand? Wie es aussieht? Ja, das bin ich. Ich bin beim Widerstand. Ja, ich bin beim Widerstand. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich hat er eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt und alle wollen die haben. Komm schon! Ich würde es noch lauter aussprechen. Oh, die hatten gerade Crazy Head Day. Oh, ich hasse Sturmtruppler. Man hat die jetzt eine Schusswaffe? Nee, aber ja. Ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen mehr zusammenreißen. Nicht jedes Mal so fanatisch auf dieses Mara Jedi-Ding gehen. Und letztendlich bringen tut es mir eh nicht viel. Das ganze Praktische dabei ist, man findet alle möglichen Secrets, wenn man hier alles kaputt schießt. Und übersieht wenig. So, akrobatische Charaktere können dadurch. Einen Moment, ich finde einen Weg für euch. Ja, ich weiß schon. Finde es nämlich zu unakrobatisch, um da durchzukrabbeln. Das ist die hohe Kunst. Alter, kann der da deinen Boden mal aufhören zu nerven? Wieso habe ich denn jetzt das da drüben getroffen? Was ist denn das für ein Radius? Mal kurz, ich wollte gerade fragen, ob ich den ausgraben kann, aber es war irgendwie zu erwarten, dass der mein Katapult wird. Hier noch irgendwas Interessantes? Ne, nur ein paar Münzen. Ich muss da irgendwie irgendwas aufmachen, damit die da durchkommen. Hier irgendwas. Das Netz aufschlagen. Da vorne? Ah, hier ist was zu bauen. So, was haben wir denn Schönes? Das dürfte für BB-8 sein. Wenn ich das richtig sehe, ja. Okay. War das das Falsche? Dann bauen wir eben das andere. Ja, ganz klassisch eine riesen Armbrust. So, Gott sei Dank haben wir genau den Schalter, um die zu aktivieren. Ist das eine Müllarmbrust oder was? Oh, ein Feuer! Gib in Deckung gehen. Oh, okay. Könnt auch drinnen stehen bleiben, wenn es euch besser gefällt. Weil man kann ja theoretisch schon das Ding hier zusammenbauen. Hat denn dieser Trampolinkopf da im Boden? Der nervt ein bisschen. Ist ein bisschen im Weg. Oft kann man eigentlich diese Spezialfähigkeiten einsetzen. Ist das da oben, links oben? Das alte imperiale Schiff ist im Weg. Vielleicht hat es genug Saft, um es umzupacken. Da hat ja jeder Charakter so eine Blitz... Alter, jetzt bau doch mal auf die richtige Seite. Der Charakter hat da oben so eine Blitzleiste. Ist das irgendwie so eine Special-Leiste? Der komische Angriff, den man da vorhin gemacht hat, wo es irgendwie alles zerfetzt in Zeitlupe, das muss doch irgendein Spezialangriff sein. So, BB-8? Ja. Nee, Finn. Finn. Jetzt hat er wenigstens den Namen. Woher hast du den Zugangscode für ein imperiales Schiff? Kein Problem, ich kenne mich einfach mit Farben aus. Das lernt man in der Grundausbildung. Weiß gehört zu Weiß. Ein rotes Hemd zu einer weißen Hose, das passt einfach nicht. Ja, das ist auf jeden Fall toll repariert. Darüber. Hat jetzt irgendwie kurz den Gedanken, dass wir jetzt in das
Ding einsteigen und mit dem wegfliegen, aber der hat sich dann wohl gedacht, wir machen da lieber alles kaputt. So. Kann ich irgendwas bauen? Oh, ein Schildgenerator. Für was brauche ich denn den bitte? War das jetzt der Spezialangriff? Nee. Irgendwie wirkt der Spezialangriff bei denen nicht so spektakulär wie bei Ray. Haben wir hier irgendwas? Da ist doch was zum Bauen drin, oder? War das zum Bauen? Nee. War einfach nur ein Typ drin. Blöde Dodos! Kampfdodos. Irgendein eins von den vier hatte ich jetzt gerade. Warte, wie viele Sachen hier sind, die man zerstören kann? Ah, BB8, BB8. Mal durchklettern. Schauen, was da oben ist. Ich glaube, ich muss mal die Stimmen ein bisschen lauter stellen, oder? Kann man das irgendwo einstellen? Effekteinstellungen? Ne, das ist alles videotechnisch. Die Musik ist ein bisschen laut im Gegensatz zu den Stimmen. Ich will jetzt keine Untertitel anmachen. Ist dumm geblöd. Hallo! Ich bin ein ganz netter kleiner Roboter. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt hier gerade kaputt mache. Egal. Ich bin gefährlich. Ein beinharter kleiner Kerl. Ah, okay. Ah, da können wir uns wieder hochschleudern. Für Dre. Dreht doch nicht schon wieder durch. Ja toll, wirf den Stock weg. Das ist die beste Idee überhaupt. So, darüber. Und hoch. So, und mit der sollte ich jetzt wahrscheinlich irgendwas bauen können, mit dem unser kleiner Finn hier wieder hochkommt. Ja. Ach, das ist sogar eine Leiter. Ich dachte jetzt, da kommt wieder so ein Enterhaken hoch. Nervt nicht. So. Alles erledigt. Kein Problem. Ich kämpfe gerade mit ihm lieber, weil der eine Fernkampf hat. Und da kann man schon aus der Entfernung die Gegner so schön erledigen. Das ist viel schöner. Was ist da drin? Ja. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Was kann der da drin? Keine Ahnung. Okay. So, den kann ich ziehen auf jeden Fall. So, da kriegen wir jetzt ganz viel Baumaterial wieder. Ja, natürlich bleibt der noch hängen. Oh, da hat er einen lustigen Hut. Arme Kerl, in den tut es mir fast leid. So, vielleicht brauche ich da noch irgendwas zum Bauen oder... Achso, okay. Dachte ich, müsste jetzt vielleicht mit dem Stock hochwerfen. Aber nein, es war einfach nur so. Und BB8 fliegt, 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 fliegt. Fliegt. Siehst du was auf deiner Seite? Ah, eine Konsole. Oh, mit dem Mega-Minispiel. Ist aber echt ein bisschen zu einfach. Ich meine, ihr sagt das jetzt jedes Mal, aber